Einen wunderschönen guten Abend. Heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie ihr euren Ubuntu-Rechner ganz einfach mit eurem Android-Smartphone steuern könnt. Das machen wir mit einer kostenlosen App. Und das Ganze ist auch wirklich praktisch, wenn ihr euer Ubuntu-Rechner einfach nur von eurem eigenen Netzwerk aus steuern möchtet. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn ihr gerade im Wohnzimmer sitzt, irgendwas Tolles seht und euch einfällt, Mann, da muss ich doch noch was bestätigen. Mann, wie sieht die Installation aus? Kann ich mal gucken? Und dazu braucht ihr dann gar nicht mehr aufstehen. Das könnt ihr einfach mit eurem Android-Telefon machen. Ja, dazu brauchen wir nur eine App, die ist kostenlos und das Handy muss dazu gar nicht geroutet sein. Wir gehen als allererstes in unseren Play Store und geben dort ein BVNC. So, das wäre gleich die erste App, BVNC, CQVNC Viewer. Den gibt es als kostenlose Variante und als Premium-Variante. Uns reicht natürlich die kostenlose Variante, die installieren wir. Braucht auch keine großartigen Berechtigungen. Ist installiert, kann direkt geöffnet werden. Das können wir schließen. Jetzt sehen wir hier ein Feld, aber bevor wir hier irgendwas eintragen, müssen wir in unserem Ubuntu-Rechner noch eine kleine Einstellung treffen, und zwar, dass man unseren Rechner auch kontrollieren darf. Dazu geben wir entweder Freigabe der Arbeitsfläche ein oder Vino, denn das Programm heißt Vino. Ja, dann wählen wir unter Freigabe anderen Benutzern erlauben, ihren Bildschirm anzuzeigen aus und anderen Benutzer erlauben, ihren Bildschirm zu steuern. Da kann man entweder auswählen, dass jeder Zugriff bestätigt werden muss. Das heißt, immer wenn ich darauf zugreifen möchte, muss ich so ein kleines Pop-up beantworten, das dem Ganzen sagt, okay, jetzt darf er den Rechner steuern. Das möchte ich jetzt nicht haben, weil das wäre ja doof, wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze, den Rechner steuern muss und dafür extra nochmal aufstehen muss, um das Ganze zu bestätigen. Nein, ich wähle nur aus, der Benutzer muss folgendes Passwort eingeben und gebe dort mein Standardpasswort ein. Ihr müsst irgendwas Sicheres nehmen. Ich nehme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht besonders sicher, aber reicht mir in diesem Fall. Da kann ich dann schließen und kann nochmal in die Einstellung zurückgehen, also in die Systemeinstellung. Und gehe einmal auf Netzwerk. Denn hier steht unsere IP-Adresse. Die brauchen wir. So, jetzt können wir anfangen, in unserem Android unsere Felder auszufüllen. Titel wäre mein Ubuntu. VNC Server wäre. Jetzt müsst ihr die IP-Adresse eingeben, die hier unter IPv4 steht. 192. 168 Punkt 2 Punkt 125. So, Username habe ich hier nicht, brauche ich nicht, und Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier können wir das Ganze verbinden. Dann sehen wir unseren Rechner. Das Bild drehe ich jetzt auf Querformat, wir können raus und rein zoomen, wie wir sehen. So, ich mache das ungefähr auf einen, dass auf den Bildschirm passt. Und jetzt kann ich den Rechner ganz einfach kontrollieren. Der Touchscreen ist quasi meine Maus. Ich kann auch Anwendungen schließen. Da muss man ein bisschen, entweder muss man da ran zoomen oder man muss gut zielen. So. Wir können natürlich auch die rechte Maustaste benutzen. Das wäre dann der Pfeil hier zurück. Wir können einen neuen Ordner erstellen, wenn ich treffen würde. Ich zoome ja nicht ran. Ja, ganz genau. Neuer Ordner ist erstellt. Brauche immer ein bisschen zum Aktualisieren. Ja. Das dauert hier immer ein bisschen. Können wir auch umbenennen. Oh, jetzt habe ich in Papierkorb verschieben geklickt. Ja. Man muss ein bisschen üben. Man sollte nicht zu faul sein mit dem Zoomen. So, da habe ich hier meinen unbenannten Ordner. Ich kann hier noch einige Spezialtasten auswählen, möchte aber meine richtige Tastatur haben. Ja. Send Text. Nein, das meine ich natürlich nicht.
war denn jetzt meine richtige Tastatur? Ach, genau, die war hier rechts. So, habe natürlich das Fenster versehentlich geschlossen. Man muss sich ein bisschen einarbeiten in die Software. Rechtsklick. Umbenennen. Dann kann ich auf meine Tastatur klicken und den nenne ich dann einfach nur Ort. Näher. Ganz genau. Bestätige ich mit Enter. Schon heißt der Ordner, Ordner. Dann kann ich das wieder schließen. Zoom wieder ein bisschen raus. Kann hier auch meine Anwendung starten. Meine Anwendung ganz bequem bewegen. In die Unity Dash gehen. Kann auch hier Sachen eingeben. Ist jetzt nicht unbedingt gut dafür geeignet, um höchst komplexe Anwendungen auszuführen, weil man braucht ein bisschen Präzision und man muss auch echt zoomen. Aber mal eben, um den Rechner zu steuern oder um eben Befehle einzugeben, wird das wohl reichen. Ja. Also an sich ist das schon in Ordnung. Das reicht auf jeden Fall für meine Zwecke. Und wie gesagt, wenn ich zu faul bin, vom Sofa aufzustehen und in meinen Rechner zu laufen hier, dann kann ich das so ganz gut machen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wir können die Verbindung ganz einfach stoppen, indem wir auf Disconnect klicken. Ja, und das wär's dann auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.